Hallo, mein Name ist Luca und meine Damen und Herren, wir machen heute eine Nicht-Lachen-Challenge mit dem Hilf-mir-Video Sahne- und Käse-Wahnsinn für WG-Zimmer. Die Cousinen Sahne-Susi und Käse-Kati. Sahne-Susi und Käse-Kati, ey, es geht schon brutal los. Die Cousinen Sahne-Susi und Käse-Kati brauchen dringend einen neuen Mitbewohner. Okay. Doch die beiden haben ganz spezielle Vorstellungen. Was ist denn das für ein geiler Snacktisch hier? Ja, es hat Tomaten, Mozzarella, bisschen Käsekuchen. Na gut, es sind ja auch Sahne-Käsi und Käse... Genau. Ja, hat sich ja wohl nicht gelohnt, unsere Mühe. Das bleibt ja wohl mehr für uns über, ne? Keiner wusste unsere Mühen zu schätzen. Warte mal, sie... Das ist ja jetzt erst, was die da auf dem Schädel drehen, diesen Käsehut. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Und unsere ganzen Kuchen. Die hat einen Muffin haarreif. Ich hab Hilf mir wirklich vermisst. Sorry für die Verspätung. Ey, liebes Hilf mir Team, darf ich bitte mal eine Folge für euch schneiden? Das wäre mein größter Traum. Ich hab's leider nicht rechtzeitig zur Besichtigung geschafft. Ist das Zimmer noch zu haben? Ja, das Zimmer ist noch zu haben. Hallo, ich bin die Kati. Mhm. Wow. Käse-Kati. Wow. Hat der die jetzt so erkannt mäßig, dass er wusste, dass sie Käse-Kati heißt? Ich bin die Susi. Hallo, Susi. Sahne-Susi? Ja, richtig. Wow. Bei mir. Also, der ist Fan, oder wie jetzt? Robert scheint ein Jackpot zu sein. Oh. Käse-Kati und Sahne-Susi sind total begeistert. Alter, frisst der da so den Sahnekuchen? Oder Käse oder so? Käse und Sahne passt auch nicht so gut. So, obwohl, doch, beides aus Milch, ne? Ich habe keine Ahnung, jetzt beides nicht. Dieses Bild hier beschreibt die Folge schon perfekt. Habt ihr vielleicht irgendwas, was ich ausfüllen muss? Oder? Ja, das haben wir hier. Füllst du uns das noch einmal aus, damit wir auch sehen, mit wem wir es zu tun haben? Sind vorbereitet. Und Sahne-Susi! Das geht aber ein bisschen zu Waldemar weit. Das hat mich sehr gefreut. Versteht bitte, dass ich mich hier nicht über die Personen lustig mache, sondern einfach nur über das Endprodukt. Also hier ist nichts persönlich attackierend gemeint, aber dass sie dann immer noch im Schnitt so Sachen untermalen, wie gerade mit diesem Feengeräusch und so, das ist einfach Comedy, die sie gar nicht sein wollen. Also ja, super. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao. Das kann ja was werden. Wie cringe muss das da auf dem Dreh sein mit denen? Boah, der war ja wohl der Hammer, ne? Ein Sechser im Lotto. Ja. Hast du gesehen, er hat Sahne mit Käse aufgeschrieben, mit seinem Lieblingsessen. Naja, er hat Käse mit Sahne aufgeschrieben. Also, drei Wörter lesen müsste man eigentlich noch hinkriegen. Er mag lieber Sahne und Kuchen. Es ist ein Candy Boy. Dem werde ich sogar die Sahne von der Brust lecken. Bro, wisst ihr, worüber ich sehr, sehr froh hier heute bin? Diese Hilf-mir-Folge spielt zur Abwechslung mal nicht in Köln, sondern in Berlin. Habt ihr die in Ärger mit Sahne-Susi und Käse-Kati? Er ist genauso heiß auf Käse wie ich. Nein, er wird mir gehören. Er liebt es, von mir umgarnt zu werden mit der Piemont-Kirsche. Das ist doch wirklich...
Schauspielerisch. Einfach nur der Erdkern. Die musste sogar ganz zweimal nach links gucken, um sich den Text noch... Ey, das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Und er ist richtig beleidigend. Sie kann die netteste Frau der Welt sein. Aber wenn man in eine Schauspielrichtung geht, dann muss man doch zumindest den Text können. Er hat ja seine Handynummer aufgeschrieben und ich schreibe ihn gleich. Ja, wow, mach. Komm, mach, mach, mach. Ich bin schon ganz aufgeregt. Bro, Käsekarte, die hat eine Käse-iPhone-Hülle. Mach einen Abschuss. Er schreibt, hallo Ladies, voll schön, dass es geklappt hat. Ein Zug morgen Mittag? Ein Zug morgen Mittag? Der ist aber richtig schnell. Beide Cousinen wetten darum, wer den Mann bekommt. Aber ich würde zu bedenken geben, dass der Mann da auch noch ein Wörtchen mitzureden hat. Quatsch. Das dürfen nur Sahne, Susi und Käsekarte entscheiden. Tada, Überraschung. Aha. Ist das nicht ein herrliches Käseparadies? Das habe ich als kleine Begrüßung für dich vorbereitet. Oh mein Gott, sie hat eine gelbe Hose an und ein Käseherz-T-Shirt. Bro. Ich krieg heute Nacht wieder Albträume. Wie nett von dir, dass du Robert beim Schleppen geholfen hast. Die jetzt. Ab hier übernehme ich. Es ist. Ja. Schau mal, die ganzen Leckereien. Die ganze Käse. Mhm. Ja. Lecker. Kostet mal so lecker. Ich verstehe nur nicht ganz. Am Tag davor, wo er die Wohnungsbesichtigung hatte, hat er sich doch noch so leidenschaftlich gern die Mayo-Tube, den Käse und die Sahne reingesteckt. Und jetzt, 24 Stunden später, kann der Käse nicht mehr sehen, oder wie? Schmeckt's dir denn? Super. Super gut? Mhm. Jetzt habe ich noch was ganz Besonderes für dich. Aha. Was kommt jetzt? Eine extra Box. Leg dich mal kurz hin. Okay. Mhm. Nein. Mach mal deinen Mund auf. Hast du dir sicher, dass es ja, liegen? Ja, genieß den. Genieß Nein. ihn. Sie macht Parmesan. Der ist sehr, sehr lecker. Genieß ihn. Ja? Mach. An der Stelle würde ich einfach nur noch sagen: Bist du traurig? Mach dich einfach lachen. Lache.